Seid gegrüßt, das ist wunderbar. Mich nervt der blöde Bellega. So, pass auf. Wir reisen mal kurz. Wo ist denn hier der nächste Wegschrein? Kleinen Augenblick. Ich habe ganz vergessen, wie man ja hier reist. Ne? Man muss ja hier so ein Wegschrein. Warte mal, den Shizu haben wir schon. Ne? Kann man die Flagge wegmachen? Ah ja, so geht das. Und die Schläferzelle haben wir auch aufgelöst. Der Hühnermann ist noch markiert. Okay, alles klar. Hühnermann. Der nächste Schrein zum Reisen ist ziemlich weit entfernt. Naja, ich kann meine Stimme nicht reparieren irgendwie. Ja. Zur Not machen wir jetzt noch einen Durchgang und dann mache ich für heute Feierabend und hoffe mal, dass es nächstes Mal besser ist. So. Nee, ich will ja hier nicht jammern. Das ist schon alles in Ordnung. Wir kriegen das schon. Da liegt ein toter Mann. Hat er was bei sich? Leiche leer. Eine hohle Leiche, nicht nur eine tote Leiche. Oh, Hallöchen, Popöchen. Einmal speichern. Ja. Wollen wir mal? Los, meine Untertanen! Ja, mehrere. So. Aha. Ein noch Hexer nicht. Des schwarzen Rings. Oh. Hilfe. Noch nicht. Noch nicht. Aha. Na, das war ja mal lächerlich. Lächerliche Vorstellung. Hundi, hör auf rumzugraben, wir haben zu tun. Da geht's lang, da geht's lang. Gehen wir den breiten Weg oder den... Wir gehen den breiten Weg. Das wird mir mit Sicherheit leid tun. Hui, sind eine Menge. Ich muss eine Heilmittel. Ja, jetzt halt doch mal die Klappe. Das war's dann wohl mit dir. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Ich kann nicht. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Ich habe ein Heilmittel. Das heißt Geist. In diesem Scheißhaus sitzt ein Geist, der jedem in die Eier beißt, der hier ohne zu spülen was macht. Ich habe auch nur noch. Ich kann das jetzt nicht sehen, wie viele von den Mana-Tränken ich eigentlich noch habe. Moment mal. Ich guck mal kurz, kann ich das hier feststellen? 9 von denen. Okay, das ist gar nicht gut. Ja, habe ich schon gespeichert eben? Nö, weiß ich nicht. Ah! Noch nicht. Mein Hund ist tot. Nee, doch nicht. Ah, du blöde Trotzel! Warum machst du denn jetzt? Ich kann nicht. Ich könnte jetzt einen Trank versorgen. Tja, das ist lange nicht mehr passiert, ne? Oh, der. Ja, schnelles Speichern. Ja, so, dann wollen wir mal sehen. Ah, du meine Güte. Wie konnte denn das passieren? Ja, das waren, glaube ich, irgendwie zwei Offiziere. Warte mal, ich muss noch was trinken, sonst. Ist Hundi gerade gestorben? Hundi ist gerade gestorben. Moment, ich muss weg. Hundi ist gerade gestorben, deswegen. Ja, hätte ich vielleicht noch warten können. Ohne Hundi gehe ich da nicht rein. Ohne Hundi gehe ich da nicht rein. Sonst wäre ich wohl ein blödes Schwein. Na gut, aber weißt du? Ah, nee, Geist, die geht auch noch nicht.
Alter, das dauert. Mach hinne. Währenddessen können wir ja mal schauen, ne, kurz. Ja. Warte. Hier links da Schuld. Nee, haben wir nicht. So, es geht gleich beides. Okay, alles klar, dann machen wir beides. Geist und Hundi. Ja, schon wieder 5 Minuten dabei. Jetzt vergeht die Zeit aber. Digga. Können wir langsam mal? Schnapp sie dir! Okay. Schnapp sie dir. Schnapp sie, schnapp sie, schnapp sie, schnapp sie, schnapp sie, schnapp sie. Mach die erstmal. Ich kann nicht. Noch nicht. Verdammt, kein Mana mehr. Ausgerechnet jetzt wieder. Noch nicht. Wow, gut aufpassen. Ich kann nicht. Puh, Alter. Ja, Hundi. Ich habe mir auch beinahe in die Hose gepisst vor Angst. Entschuldigung. Natürlich uriniert. Nee, und hätte ich nicht. Ja, ist denn hier noch mehr? Jetzt gucken wir uns noch mal den kleinen Weg an, ehe wir hier die... Ob es da vielleicht einfacher gelaufen wäre. Es macht Spaß mit dem Gehüpfe. Problem ist, wir haben bald keine Mana-Tränke mehr. Deswegen möchte ich auch ganz gerne mal... Aha, hier geht's nirgendwo hin. Nirgendwo. Ja, da hat es den Geist dahin gerafft. Mein Geist ist von mir gegangen. Das ist eigentlich eine schlechte Sache, wenn der Geist von einem geht, ne? Ja, diese komischen kleinen Symbole da. Ja, ich habe ein Handbuch, aber das ist alles so kompliziert. Ich spiele hier mal auf Verdacht. Ah, da hinten sind wieder Herren. Oh, das sieht interessant aus. Da ist auch wer. Hat ein Ausrufezeichen. Ist also ein Questgeber. Wie geil ist das denn? Ja, wir gucken mal hier rundherum erstmal. Oh, verschlossen. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich, gewöhnlicher Edelbeinschutz. Das ist so geil. So. Nicht schwarz, schwarze Hose, das so, so, so geil, Alter. Ja, und dann nicht mal was Besonderes. Geh weg, du. Ach, Hundi, ja, piss mal in die Truhe, Digga. Das ist schon ganz in Ordnung so. Diesmal muss ich dir recht geben. Oh, ja, alles nehmen. Wir nehmen alles. Das sieht interessant. Was sieht wie ein Schrein aus? Na, geil. Wer ist das? George Grammory. Hallo. Ein Reisender, der sich die Zeit dafür nimmt, dieses großartige Bauwerk zu bestaunen. How refreshing. Alter. Es war ihm wohl nicht genug, die russischen Zupfkuchen zu mördern. Aber dann auch noch, ne? Oh, my dear. It's a beautiful day, isn't it? Aber hör dir doch das mal an. Er macht ja nicht nur bei Earth diese... Alter, ne? Nee, 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 Larifari Games. Weißt du? Ich muss jetzt gute gehen. Gute Reise! Gute Reise! Kein Brite würde so sprechen. Ich will einmal kurz einen Schnellspeicherstand machen. Ein Reisender, der sich die Zeit dafür nimmt, dieses großartige Bauwerk zu bestaunen. How Bauwerk. Refreshing! Bauwerk! Ich mach mal. Der Familienschmuck der Grammarys ist in den Orobas-Fjorden sicher. Die Vivern beschützen ihn für uns. Und wer wagt sich schon in ihre Nester?
Das ist wahrscheinlich wie mit dem Schwert. Mir ist aufgefallen, also folgendes. Du findest bestimmte Dinge nicht, bevor du nicht den entsprechenden... Also sie sind gar nicht da, ne? Also sagen wir jetzt mal, da war doch diese, da bei der Kirche im Dorf, ne? Bei der Kirche, die im Dorf war, da war ja im Gebüsch ein Schatz, ne? Der war vorher nicht da. Der kommt, also die Schätze erscheinen erst dann. Weißt du was? Ich lass das mal so. Es ist zwar so, wir werden heute keine einzige Stufe aufsteigen, die meisten interessieren sich nicht dafür. No, die Händler denken nur ans Geld, die Soldaten an Alkohol. 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 Das ist so, mein Alter, ne? Also geht gar nicht, ne? Ihnen ist nicht klar, dass dieser von Ihnen so wenig beachtete Ort bis zurück in die frühe Geschichte der Menschheit reicht. Reicht. Herr Kittenkurmble, schauen Sie sich das an. Was ist so schlimm? Sie sieht wirklich gefährlich aus, meine Banditenfrau mit leuchtenden Augen. Wie kommt es, dass Sie so viel über diesen Ort wisst? Hör auf zu... Ich bin Archäologe. Allerdings ist mein Wissen über diese Steine begrenzter, als es mir lieb wäre. Begrenzter. Das ist so geil. Ich fasse das nicht. Die eingemeißelten Symbole sind zu alt, als dass ich sie ohne Literatur entziffern könnte. Warum nicht old? Warum nicht old? Warum alt? Das... So würde kein Brite reden. Entschuldigung. Leider wird der Sinn dieses Kreises für mich wohl ein Rätsel bleiben. Ein Rätsel, klar. Ich würde gerne diese Inschriften lesen können, aber falls ihr der alten drakischen Sprache nicht mächtig seid, könnt ihr mir wohl nicht helfen. Alte drakische Sprache? Wer könnte sich mit sowas auskennen? Mir kommt da gerade ein Gedanke. Wir haben doch einen Imp getroffen. Ne? Vor Maxos Minimax-Tempel. Da war so ein Imp, ich weiß nicht, Knicksknacks, der nicht so ganz so weise oder so hieß der. Der kennt sich doch mit Sprachen aus. Wir müssen übrigens noch eine Schriftrolle finden oder ein Pergament finden. Denn er hat uns gesagt, wir brauchen 4, wir haben aber nur 3. Okay, so viel zu tun, so wenig Zeit. Wir werden wohl noch einige Zeit hier im Trümmertal verbringen müssen. So, jetzt spreche ich mal genauso wie Grammary. Vor allen Dingen, er spricht eine Mischung aus einem übertriebenen britischen Akzent und einem typisch texanisch-US-amerikanischen. Er soll wahrscheinlich Brite sein, ne? Also Brite in dieser Welt. Guck mal, Mohnblumen und Kornblumen, das fällt mir jetzt auf. Oh, das ist eine schöne Kombination, so in Weizenfeldern, wisst ihr? Nee, nicht in Weizenfeldern, in Roggenfeldern. In Roggenfeldern, wenn dann... ich mag Kornblumen und ich mag auch Mohnblumen. Ich würde diese Inschriften... fortfahren. Solltet ihr jedoch auf einen 10.000 Jahre alten Menschen treffen, der immer noch diese Sprache beherrscht, könnt ihr ihn ja fragen. Ah, er lacht sogar britisch, amerikanisch, okay. Ich muss jetzt gehen, Digger. Gute Reise! Ja, piss ihn an, mein Freund, piss ihn an. Alter, nein. Oh, das da oben sieht nach einer Goblin-Geschichte aus. Oh, interessant. Oh, gar nicht gut. Gregory, stell dich zwischen uns und diesen grässlichen Bogenschützern. Ich kann den Teleporter nicht benutzen, ohne dahin zu gehen. Oh, das ist eine Menge. Komm mal her, Geist. Ich komme da nicht ran. Oh, ich kann nicht. Noch nicht. Ach, Banditen. Das geht. Ich muss ein Heilmittel finden. Wow. Dieses Gift bringt mich um. Dieses Gift bringt mich um. Noch nicht. Noch nicht. Hören Sie auf mich zu schießen. Banditenmagier. Ja, geil. Die lassen immer was fallen, die Vögel. Okay, ist das da oben? Das ist doch ein Goblin-Lager und kein Banditenlager. Wisst ihr was? Wir verreisen aber mal. Ich habe mal Lust auf ein bisschen Freden. Wir reisen mal zum Dorf Trümmertal. Und ich würde gerne später noch, warum nicht gleich, ich mache das jetzt.
Ich würde gerne zum Schrein Kapelle Trimetal reisen. Denn hier hinten ist unser Freund. Ich frage mich immer noch. Sagt mir das korrekte Wort und ihr dürft passieren. Nett gemeint, aber falsch. Das ist doch die Stimme vom Nekromanten, wo wir jetzt hinwollen. Ja, ich will dahin. Ich will mich unter Umständen mal mein Tierchen verbessern. Wir haben nämlich schon wieder Dinge gefunden. Und dann können wir nämlich die übrig gebliebenen Körperteile, die nicht verbaut sind, einfach mal verkaufen. Was hat das mit dem Drachenstein auf sich? Ach ja, wurde ja gesagt, der Drachenstein erlaubt es uns in einen Drachen zu verwandeln. Boah, Mann. Jetzt ist zwar die Stimme wieder halbwegs da, aber dafür muss ich rülpsen wie sonst was. Weil Schwarztay, mein lieber Freund Naberius. Seid gegrüßt, Drachentöter. Bereit für Kreaturanpassungen? Ach so, ich hab den schon gemind-readet. Ich würde gern eine Kreatur erschaffen, my dear. Mit Vergnügen. Okay, also, verwirrter Goblin-Kopf plus 5, Klasse Waldläufer, Feuerball 1? Ui. Ah, plus 5 zu Lebenspunkte wäre... Aber Feuerball 1? Not Schlacht. So, und dann haben wir hier verweste Goblin-Arme statt leicht verletzte Überreste von Armen. Plus 70 zu Lebenspunkte. Oh, plus 20 zu Lebenspunkte. Plus 20 zu Nahkampfschaden. Plus 20 zu Magieschaden. Oh my dear. Ja, mehr geht wohl nicht. Ach so, ja. Ach so, die können noch zwei Fertigkeiten. Das ist ja geil. This is great, my dear, okay? Mit Vergnügen beenden. So long, my dear, I have to go. Ich muss mich verpissen. I have to verpee me. Sonst werde ich noch Fox Devil's Wild. So. Ich rede ein Quatsch daher. Natürlich, wie immer. Aber das war doch die Stimme von dem Typen. Warum kann ich das Passwort nicht erfahren zu diesem Ding da, was auch immer das sein soll? Und bitte, liebe Online-Zuschauende und sonstige, nicht spoilern. Ich will das nicht, okay? So, jetzt aber zum Dorf. Wo ist denn Dorftrümmerteile? Okay. Fox Devil's Wild. Ja, das stammt nicht von mir, sondern vom Satire-Account Annalena Baerbock auf Twitter. Der schreibt immer so lustige Sachen, weil die Baerbock ja öfter mal so irgendwie deutsche Sprüche direkt nach Englisch übersetzt. Ihr habt Naberius Kreaturen gezähmt, oder? Vielleicht hört er jetzt endlich damit auf im Tal. Ja, ich bin ein echter Bacon of Hope. Warte mal. Ja, zwei Sachen. Ich möchte mal gucken, ob die Typen, die wir eben gerettet haben, oder die Personen, die wir eben gerettet haben, die hier in der Gaststätte sind. Und ich sehe gerade, es sind fast 20 Minuten aufgenommen. Ich darf nicht ohne Punkt und Komma reden. Alter, ich frage mich immer, was das soll. Aber ich weiß es ja. Da sind Stan und Olli. Ich habe gehört, die Drachentöter hätten den Drachen gesehen. Er ist aus einer Meinung, kommt der Kämpfer. Dieser Gasthof sollte eigentlich... Alter, ist es laut. Oder auch der Himmel auf mir gefällt es im Gasthof. Nichts ist besser als ein kühles Bier für die Gasthof. Das ist eine Aufgabe nach meinem Geschmack. Willkommen zurück. Lomax. Ich sehe, gebt ihr euer Geld vernünftig aus? Gedanken lesen? Ah, das ist so wenig, der wird nichts haben. Nichts Vernünftiges. Ich sehe, gebt ihr euer Geld vernünftig aus? Ja, Ja, was? Ach so. So, da sind Stan und Olli. Da also ist gut. Torben. Ich werde sie ansprechen. Torben. Sicher, das sagst du immer, aber dann kneifst du.
Josef? Gestern Abend habe ich mit ihr geredet. Ein weiteres Bier zu bestellen. Krieg ich hier vielleicht... Gast im schwarzen Eber. Was kann ich für euch tun? Hallo. So. Ja. Ja. Nö, weg damit. Ja. Die helle Klinge ist um einiges besser. Ja, weg damit. Die helle Klinge ist um einiges besser. Das gucken wir uns noch an. Ich würde gerne Folgendes machen. Das mag jetzt fragwürdig sein, was ich jetzt tue, aber du wirst es gleich verstehen. Hier sind noch Heiltränke, die würde ich gerne kaufen. Ach, das ist nur einer, oder? Ich verstehe. Ach so, das sind die Preise. Genau. Okay, alles klar, ich verstehe schon. Ihr werdet das jetzt fragwürdig finden, was ich jetzt vorhabe.